Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema lineare Funktionen. Ich werde hier kurz vorstellen, was die Definition von linearen Funktionen ist und was die wichtigsten mathematischen Eigenschaften sind. Hier sehen wir den Funktionsterm einer linearen Funktion, wie er üblicherweise in den meisten Schulbüchern auch definiert ist. Die Funktion heißt hier f von x. Wir haben eine Funktion f von einem Argument x. Dann ist das definiert als k mal x plus d, wobei k die Steigung der Funktion ist, x ist das Argument oder die Variable oder die Veränderliche der Funktion und d ist der Achsenabschnitt auf der y-Achse. Die Namen sind dabei nicht weiter von Belang. K mal x plus d ist halt das, was man in den meisten Fällen aus dem Schullehrbuch kennt, aber wir werden in nachfolgenden Anwendungen auch immer wieder andere Namen verwenden, die für die konkrete Fragestellung dann vielleicht naheliegender oder sprechender sind. Also wir könnten jetzt hier, wenn wir wollen, auch schreiben, g von z ist gleich a mal z plus b. Das wäre genau so eine lineare Funktion, die würde jetzt halt g heißen, die Variable würde z heißen, a wäre die Steigung und b der Achsenabschnitt und die Eigenschaften erkennt man halt aus der Struktur des Funktionsterms, nicht aus dem Namen heraus. Was meine ich damit? Man erkennt das aus der Struktur, also wenn wir zum Beispiel f von 0 einsetzen, dann bekommen wir halt k mal 0 plus d. Und weil k mal 0 gleich 0 ist, völlig egal was k ist, bekommen wir dort d heraus. Und damit sehen wir an der Stelle x gleich 0, bekommen wir den y-Achsenabschnitt d. Völlig wurscht, wie das benamst ist. Also wenn das d jetzt Alpha oder d oder k heißen würde, das wäre auch alles egal, würde zur gleichen Interpretation führen. Und f von 1, wenn wir das einsetzen, ist dann k mal 1 plus d. Das heißt, wenn wir einen Schritt von 0 nach 1 machen, steigt unser d an auf k plus d. Wir haben also eine Steigung von k, die dazukommt für diesen einen Schritt, den wir nach rechts gehen. Und daran sieht man eben, dass das k die Steigung ist. Der Funktionsgraph einer linearen Funktion ist eine Gerade und das Steigungsverhältnis ist konstant. Das zeige ich hier auf den Folien auch noch kurz her, aber machen wir uns lieber zuerst eine grafische Illustration klar. Ich habe also hier die Funktion f von x gleich 1/2 mal x plus 1 oder 0,5 mal x plus 1 abgetragen. Wir starten also an der Stelle x gleich 0 mit dem Funktionswert 1, das ist unser Achsenabschnitt und dann haben wir eine Steigung von 1/2, mit der es eben linear nach oben geht. Und da sehen wir, das ist eine Gerade, die wir da abtragen und mit dem Steigungsverhältnis meinen wir jetzt Folgendes, wir könnten uns zwei Punkte auf dieser Gerade herauspicken, völlig egal, welche beiden Punkte das sind. Ich habe jetzt hier in dieser grafischen Darstellung einmal die Punkte 2 und 6 hergenommen und der Funktionswert an der Stelle ist 2 mal 1/2 plus 1. Das ist also 1 plus 1, kommen wir bei 2 an und an der Stelle 6 haben wir 6 mal 1/2, das ist 3 plus 1 ist 4. Und dann haben wir also hier auf der y-Achse eine Differenz von 2. Und auf der x-Achse haben wir eine Differenz von 4. Und das Steigungsverhältnis, was man dann auch häufig durch so ein Steigungsdreieck darstellt, ist also hier genau 2 dividiert durch 4 oder 1/2, wie wir da oben sehen. Und allgemein, wenn wir nicht genau die Stellen 2 und 6 nehmen, haben wir dann also hier die Stellen, das wäre die Stelle x1, und das wäre die Stelle x2, an der wir das abtragen. Und das hier wäre die Differenz f von x2 minus f von x1. Und da können wir eben zeigen, dass das genau konstant ist. Ich möchte das eben kurz zur Übung auch einmal machen.
schreiben wir also hier hin, f von x2 minus f von x1 dividiert durch x2 minus x1. So ist unser Steigungsverhältnis definiert. Und dann können wir also einsetzen, an der Stelle x2 haben wir k mal x2 plus d und an der Stelle x1 haben wir k mal x1 plus d. Und die beiden müssen wir dann also voneinander abziehen und das Ganze durch x2 minus x1 dividieren. Und dann ist nicht schwer zu sehen, wenn ich hier die Klammer auflöse, dann habe ich da d minus d stehen, das fällt weg. Und k mal x2 minus k mal x1, das kann ich zusammenfassen zu k mal x2 minus x1 dividiert durch x2 minus x1. Und dann kann ich diesen Term x2 minus x1 kürzen und übrig bleibt k. Also das Steigungsverhältnis einer linearen Funktion ist eben immer genau die Steigung. Deshalb heißt es so. Und damit kann man also schon viele wirtschaftswissenschaftliche Fragestellungen auch angehen. Das wird Teil des nächsten Videos sein.